wie ich auch eben gesagt habe, ganz extrem auch wahrnehmen. Und wahrnehmen als ersten Schritt und dann sich auf andere einlassen. Ich meine, das ist insgesamt in unserer Gesellschaft, glaube ich, ein Riesenproblem, sich überhaupt wirklich auf einen Menschen einzulassen und nicht dieses Ex und Hop und mal gerade über die Oberfläche drüber gucken. Und ein Mensch, der sich eingelassen hat, zum Beispiel eben auch auf die Lebenshilfe und auf das, was dahinter steht, auf die Begegnung, ist Herr Graf. Herr Graf, Sie stehen heute hier, weil eben das genau auch Ihr Sinn oder Ihr Ziel war oder ein Bedürfnis war, da zu sagen, hey, da mache ich mit. Climate Art, habe ich gerade gesagt, als Stichwort. Was ist das denn? Was muss ich mir darunter vorstellen? Ich glaube, diese Frage haben sich wahrscheinlich hier schon viele gestellt, als sie das Wort Climate Art gehört haben und welche Verbindung das zur Lebenshilfe haben kann. Es ist eigentlich sehr schnell gesagt mit kurzen Worten. Es ist ein Netzwerk von Unternehmern, die alle das gleiche Bedürfnis haben, einfach menschlich zu sein und etwas zurückzugeben, was sie eben im Laufe der Jahre sich erarbeitet haben und auch was sie von der Gesellschaft geschenkt bekommen haben. Und uns ist einfach ein persönliches Anliegen, hier etwas gemeinsam zu tun und gemeinsam zu erleben. Und ich bin persönlich sehr, sehr glücklich, heute hier sein zu dürfen und diese Familie zu erleben. Herr Wagner, gemeinsam, wo ist denn da die Schnittmenge genau? Climate Art, Lebenshilfe. Ein ganz wichtiger Punkt ist hier, dass wir uns als Lebenshilfe heute öffentlich auch sagen, ja, wir bekennen uns auch für Umwelt, also Klimaverbesserung. Und das Zweite, was unser Partner auch mit uns gemeinsam schaffen will, ist Klimaverbesserung im sozialen Bereich. Also das Klima im mitmenschlichen Bereich. Und das ist genau unser Thema. Gemeinsam, zusammen sind wir dann auch stark. Also das hört sich an und ich weiß, dass es so ist. Da muss ich ja jetzt gar nicht irgendwie drum herumreden, dass sich da zwei wirkliche Partner gefunden haben, die aufeinander zugehen und dachten, hey, das ist eine tolle Geschichte, das machen wir. Und ich hoffe mal, dass das ein ganz riesiges Erfolgsprojekt wird. Und ich weiß, die Herr Graf haben ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk für den heutigen 45. Ja, wir haben uns etwas ganz Besonderes überlegt. Wir haben als Climate Art ja im Namen das Wort Art, das heißt Kunst. Und Kunst ist für uns ein Botschafter, um zu den Menschen zu sprechen und die Menschen zu bewegen und auch die Unternehmen zu bewegen, über das Thema Umwelt und auch soziale Verantwortung nachzudenken. Und da haben wir uns überlegt, dass wir zum 45-jährigen Jubiläum eine Skulptur übergeben und stiften, die gemeinsam mit der Werkstatt für behinderte Menschen und dem Lebenshilferat und dem Atelier Mikmak in Düsseldorf kreiert worden ist und auf die wir ganz besonders stolz sind. Haben wir die hier? Ich hoffe schon. Wollen wir die Ihnen mal zeigen? Wollen Sie die mal sehen? Ja. Dann würde ich doch jetzt mal sagen, Licht aus, Sport an, da ist sie. My heart is open wide. Sehr, sehr, sehr schön. Was ist das für Material? Das ist aus Stahl gemacht und natürlich auch für die Umwelt einen Tribut zu zollen. Und die Kugel ist aus Glas handbemalt. Das ist ein Unikat, was nur einmal hier gibt. Und wir haben versucht, die Symbolik der Menschen, die für uns sehr wichtig sind, als kleine Art im Kontext das heißt, Climate Art ist eben nicht nur Klima, sondern es geht um zwischenmenschliches Klima, es geht um Weltklima, es geht um Verbindung von Menschen, global gesehen, aber auch deutschlandweit, weil da auch noch eine ganze Menge zu tun ist. Und ja, ich hoffe mal, dass das ein Riesenerfolgsprojekt wird.